Ich hätte mal hier gerne den lebendes irgendwas. Boah. Okay, das war's. Nicht? Ich weiß nicht, ob ich immer Space machen kann. Also ich denke, für die Entfernung brauche ich es nicht. Und für die Entfernung brauche ich es auch nicht. Und dann bräuchte ich Space. Und dann müsste ich mich rein theoretisch festhalten können. Aber auch nicht. Eine Minimap gibt es hier nicht. Nee. Leider nein. Aber das Spiel soll auch so relativ kurz sein, dass man das nicht braucht. Oh, es hat geklappt. Chaka! Busa, cool! Jetzt muss ich mir auch noch entscheiden, wann ich diesen Boost einsetze. So ein Rotz. Nein, nein! Nein, das ist gemein. Ach, Menno. Ich wollte zu dem Luftschiff. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht. Wegen einem Millimeter willst du mich. Guck mal da, ein Eisbär. Das war auch nicht so ganz richtig. Gucken wir uns nochmal den Eisberg an. Das kriegen wir hin, das kriegen wir alles hin. Komm schon, komm schon. Irgendwie. Es ist falsch. Du lässt dich zu schnell ablenken, ach. Ach Quatsch. Na, das war auch nicht richtig. Aber wann soll ich denn das machen? Oh, wegen einem Millimeter. Oh, guck mal, ein Eisberg. Ja. Ich meine, ich stürze in den Tod. Ich meine, da kann ich mich hier ein bisschen wenigstens ablenken, oder? Komm schon, komm schon. Oh, ey. Weißt du, wie du denn selber mit dem Kopf so nach vorne gehst, dass du denkst, dass du dann wenigstens noch einen Millimeter mehr Schub kriegst? Das war knapp. I'd love to do stuff like this with crystals. Just think of the possibilities. Whole machines are powered by them. I almost can't believe it. Das war knapp. Oh, toll. Na, okay. War zu knappig. Das Problem ist, man weiß halt nicht genau, wo man hin muss. Und dann verkackt man. Hui. Der hebt sich nicht fest, der Dussel. Sag mal, ist der ein bisschen gefährdet oder so? Na super, ich bin hängen geblieben. Oh, das wird
nix. Das. Boah, cool, ich hab's geschafft. Das wird nix, das wird nix. Eins. Zwei. Keine Ahnung, wohin. Nee, da ist nix. Ja, guck mal, da war was. Wäre was gewesen. Wann sind die Stiefel wieder einsatzbereit? Verdammt. Okay. Ehrlich gesagt hätte ich niemals die Geduld dafür. Zugucken ist aber cool. Also normalerweise... Ja, voll verkackt, jetzt kann ich schon sterben gehen. Normalerweise habe ich dafür auch keine Geduld, aber ich finde es irgendwie... Ich finde es interessant. Ja, es ist jetzt nicht die mega Plot-Twist-Story, aber... Muss ja auch nicht immer sein. Komm schon, 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 komm schon. Hahaha. Geplant. Alles geplant. Wo ist hier ein Speicherpunkt? Speicherpunkt. Wo muss ich hin? Speicherpunkt? Hallo? Hallo. Nichts mit Speichern hier. Okay, wir bleiben mal ganz ruhig und gucken uns erstmal um. Wo kann ich hin? Die Frage ist, wo war ich und wo... Ja. Da ist was. Was soll ich mit dem... mit den... Ich mag die nicht so. Hab ein bisschen Angst. Ein ganz kleines bisschen Angst. Das reicht nicht! Du hast schon viel gezockt, wo man Geduld braucht. Ja, am schlimmsten war Ori and the Blind Forest. Das war so schlimm. Nein, 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 nicht. Oh, guck mal, da oben war ein Stein. Nein, ich lasse mich nicht schnell ablenken. Was denn? Halte ich für ein Gerücht? So, da oben war ein Leuchtestein. Da war ein Leuchtestein. Leuchte! So. Sind jetzt ganz oben. Da ist ein Leuchtestein. Okay. Dann fahren wir jetzt da einfach mal mit. Ganz gechillt. Und dann fahren wir damit. Und mit dem nächsten fahren wir nicht mit. Dann machen wir denn unsere Boost-Rakete. Wenn wir ganz oben sind. So, und dann machen wir... Das hebt nicht. Das packt er nicht. Mist. Toll. Wow! Ich hab gecheatet! Cool! Halt dich fest! Weil ich auf dem Flügel von der Windmühle stand, hat sich mein Handschuh geboostet, also wieder aufgeladen. Ha, wie geil. Cool. Ich freue mich. Das ist nicht Cheaten, ich habe nur das Spiel ausgenutzt. Nun konzentrier dich mal. Bin total konzentriert. Außerdem darf ich mich um fast null Uhr darf ich ein bisschen abgelenkt sein. We hadn't seen any people around yet, but ahead of us lay
what it looked like at the proper time. The strays from Maddie's stories. I could imagine how she must have longed to meet them all her life. Oh, Mensch. And now, here they were. Okay, okay, okay. Oliver hat recht, wir konzentrieren uns jetzt alle mal. Alle konzentrieren sich jetzt mal bitte. Kann ja nicht sein, dass wir das hier nicht schaffen. Ach komm! So, einfach mal anschreien den Spieler, dann geht's. Da ist ein Leuchtesteinchen. Okay, ein Leuchtesteinchen, zwei Leuchtesteinchen. Ich hänge hier irgendwo. Und ich habe Angst. Ich komme hier nicht mehr weg. Speichern. So. Nächstes Steinchen. Einmal da. Einmal da. Na, das war dumm. Das war richtig dumm. Der hat sich festgehalten, dann hat er wieder losgelassen. Blöd kann man sein. Einmal da. Einmal da. Und einmal da. Dankeschön. Jetzt bleibt da gefälligst dran. Ich schaff's wieder nicht. Oh Mann! Wolltest du nicht erstmal zum Eisberg? Ich glaube, da komme ich noch nicht hin. Nee, irgendwas machen wir falsch. Irgendwas funkt noch nicht so richtig. Aber ich muss doch hier mich festhalten, dann muss ich mich da festhalten und dann muss ich mich da festhalten. Mehr geht ja nicht. Und dann falle ich hier in die Tiefe und dann kann ich nochmal einen Sprung machen und dann habe ich es geschafft. Okay, ich habe nichts gesagt. Oh, those must be the strays. I want to greet these people myself. Let me off. Hallo. Hallo. Hi guys, I'm Maddie from the village, and this is my friend. He's looking for Fred. Amazing. I've never seen anyone from inside the caves before. My name is Arvin. This is Ingo, and that's Tamia. Welcome to Starhaven, lads. So, what's it like in the village? Village is okay, but not like this place. We don't have machines and crystals. We're forbidden from using them. Truly. The crystals are our main source of power. The life in the village must be primitive. Or, should I say, simple. Yeah, well, it's not so bad. I've actually made some secret experiments on crystals myself, like this lamp. You made that? Awesome! I couldn't do that even if someone told me how. And with no prior knowledge of how to use them, you are a gifted young lady. I believe we shall find many things to talk about. Actually, I don't know if I can stay that long. Me and my friend are looking for Fred. Have you seen him? Sure. The old man passed through here a few days ago. We taught him how to harness crystal energy. He was headed down to the core of the mountains. You'd have to pass through the ice cave to get there, though. So I ain't following. There is a zeppelin headed for the ice cave. It docks a short distance from here. Just follow the path towards the mountain, and you won't miss it. Yeah, good luck. Thanks. Bye, you guys. See you. Also, ab zum Eisberg. Ha, hab ich's nicht gewusst. Hallo. Okay, die chillen. Oh, das sieht auch schick aus. Das sieht echt cool aus. Irgendwer ruft mich. Hier drüben. Ja, hier drüben kann alles bedeuten. Oh. Jetzt nicht. How old was Maddie when you met her? I don't know, but it felt like she was about my age. Did you like her? Yes. She was friendly and funny.
No, did you like her? Was she cute? Well, she was cute. But I was too young to think about that. Did you have a romantic time all by yourselves? No, she wasn't even human. Well, that doesn't rule it out. I have a friend that says she wants to marry a vampire. Well, that's good for her. Let's get back. Die will ein Vampir heiraten. Zu viel Twilight gelesen. Die will ein Vampir. Okay, ich möchte einen Ritter heiraten, so. Oder ein Dämon? Oder ein Nachtelf? Ein Elb? Hier geht's auch nicht rein. Irgendjemand hat mich gerufen, aber ich weiß doch nicht wohin. Ich sehe doch nichts. Also ich sehe viel, aber weiß trotzdem nicht wohin. Muss Maddie. Ach, da, guck mal da. Hallo. Hallo. Those people were so nice. They didn't think we were strange at all, though we came all the way from the village. They were helpful, and they were impressed by something I had done. I wish more people in the village were like that. Ja, die waren echt nett. Dafür, dass wir Fremde sind und komisch aussehen und die haben nicht mal was gefragt. Und hey, wo kommst du her? Was? Aus den Höhlen? Boah, da kommt noch nie jemand her. Noch kein einziges Mal. Und die waren voll gechillt dafür. Ich muss zum Berg. Ist das richtig? Bin ich hier richtig? Sagen Sie mal, bin ich hier richtig? Ah, das war glaube ich nicht gut. Ich wusste nicht, dass der das schafft. Ich hab's geschafft. Viele Wege führen nach Rom. So ist gerade mein Gefühl. 1000 Wege. Und ich weiß nicht, welcher der richtige ist. Ja, das war nicht der richtige. Scheiße. Ja, das war voll der Plan. Das lief echt gut. Alles nach Plan. Alles nach Plan. Ach Mensch, wo langt denn schon wieder? Hier ist ein Haus. Die Richtung ist schon gut. Ich weiß es nicht. Also komme wenigstens zum Eisberg. So sieht es jedenfalls aus, dass ich näher zum Eisberg komme. Das ist doch schon mal positiv. Hallo. Hallo. Maddie was silent for a while. It seemed like she was thinking hard on something. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Maddie hier bleiben möchte, weil sie hier eher verstanden wird als im Dorf, wo sie aufgewachsen ist. Ich dachte, wir fliegen mit dem Luftschiff. Warum muss ich jetzt mit Windmühlen fliegen? Warum darf ich nicht? Warum hält er sie nicht fest? Er hält sie nicht fest. Der ist böse. So böse. Raumschiff. Flugzeug, Raumschiff. Warum hältst du dich denn nicht fest? Da muss ich festhalten. Warum ist der so dusselig?
Aha, jetzt mach das. Warum auch immer. Ich schneide es nicht. Das klappt doch nie. Ich meine, ich habe das schon verbraucht, dieses... Da denn? Der macht's einfach nicht. Oh, Aru, warum macht der das nicht? Ich weiß es doch selbst nicht. Tschüss, Shadow. Gute Besserung. Und ja, ich mache jetzt auch Schluss. Ich will nur noch zum Luftschiff. Halt dich doch fest, du Säckel. Ich sehe gar nichts. Ich habe schon wieder gescheatet. Ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder gescheatet. Ist egal. Wir müssen uns an der Kiste festhalten. Schön. Das Gefühl geht immer weiter weg. Wie lange hebt denn mein Traktorstrahl? Okay. Hat gereicht. Cool. Mit dem können wir wieder zurück. Wo haben die Fische her? Was angebaut ist, okay, aber wo kommen denn die Fische her? Hallo? Fliegt mich jemand zum Eisberg da drüben? Hallo? Du vielleicht? Good day. Here's a boat to Ice King. Though I'd take the other one if I were you. That one goes back to the outpost. Wait a minute. I was thinking. I don't know if I should go with you. I mean, I want to, but... I also want to, well, stay here. Maybe it's strange, but I just feel like these people liked me and accepted me for who I am. Kinda like you. I want to be with you too. And help you find Fred. I don't know what I want the most. I told Madeline that I would accept whatever choice she made. I just never thought about it until now that maybe it wasn't Fred I was looking for when I came with you. Maybe I was just looking for a way out, somewhere to be free. And I know that if anyone can find Fred, it's you. If you meet him, when you meet him, tell him to come see me, okay? I promised. Thank you. I'm glad I met you. And it won't be the same without you around. Goodbye, friend. Mach's gut. Ach, schade. I said goodbye to Maddie, and I had a feeling that this was the last time I'd see her. But even in this sad moment, I was happy for her. She had found a place where she belonged. Ja, schon, aber... Da ist es kalt und dunkel und ich habe Angst und jetzt muss ich das auch noch alleine machen. So, welches Schiff muss ich jetzt nehmen? There was a dampness in the air that reminded me of the hot summer nights back home. But as the sun was setting, I could feel the chill creeping up on me. And the path we were traveling on seemed to lead us into a second ice age. Winter was coming. Okay, ab zur Eishöhle. Ach, schade, die war nett. Okay, Eismonster incoming. Into the caves again. And now, it was just me. Alone in these cold, barren halls of ice. But Fred had been here. And now, I could feel it. I was getting close. Something wasn't right. The grapple device's energy beam was somehow reflected off of the ice, and I couldn't get a grip. I had to look for areas where the ice was not so thick. This was going to be a challenge. Na toll.
Ich liebe Herausforderungen. Yay! Eismonster? Hallo, Eismonster. Tot. Hallo, Eismonster? Da war kein Eismonster. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich sollte in dem Spiel öfter mal nach oben gucken, weil die so viele fliegende Steine haben. Und so schöne Leuchtekristalle. Wir machten die ganzen roten Tücher hier hin. Ich meine, es sieht schick aus, aber wir machten das. Hallo? Blaue Flammen. Blaue Flammen des Todes. Ah, super. Ich werde draufgehen. Yeah, yeah, yeah. Draufgehen. Ja, draufgehen. Ach du Heiliger, das wird ein Akt. Das wird nicht so einfach. Und ich kann auch nach oben. Okay. Aber ich würde sagen, hier ist jetzt mal Schluss. Eismonster wie Weihnachtsmann gibt's leider nicht. Doch, den Weihnachtsmann gibt's. Musste nur angucken, den Film Die Hüter des Lichts. Der ist so schön. Da gibt's den Sandmann und die Zahnfee und den Osterhasen und den Weihnachtsmann. Und Federchen Frost. Jack Frost. Ja. Damit wäre aber erstmal für heute das beendet. Es ist nämlich spät, morgen ist wieder Arbeit. Ich danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Dabeisein, fürs Unterstützen.